Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Einige von euch werden sich vielleicht noch daran erinnern können, dass ich irgendwann in meiner Let's Play-Laufbahn gesagt habe, dass ich ein Fangame zu Professor Layton machen möchte. Und das nicht nur ein einziges Mal, sondern auch ab und zu öfter. Und es ist tatsächlich soweit, ich möchte euch einfach mal was daraus zeigen. Ich bin hier gerade im Programm Novelty und das hier ist, ein Platzhalter für da, wo ein Video laufen soll. Nämlich das Intro-Video und machen wir es doch einfach mal kurz. Ich spiele jetzt einfach mal das Spiel ab. Und bam! Schwupp! Schwupp! So, also, was soll ich dazu sagen? Es ist Professor Layton und die bessere Hälfte. Übrigens, wie gesagt, das hier ist ein Fangame. Das ist keine qualitativ hochwertige Sache, erstmal. Außerdem, Grafiken sind teilweise nicht final. Und deswegen möchte ich bitten, es zu entschuldigen, wenn da der Grafikstil etwas komisch aussieht. So. Auf jeden Fall, Hintergrundmusik ist da, wie man hören kann. Ich würde die am besten noch mal ein bisschen leiser machen. Nur so zur Sicherheit, dass ich da nicht zu... Achso, ja, außerdem, genau. Wenn ich aus dem Ganzen raus habe, dann kann es passieren, dass die Musik ausgeht. Das hat was damit zu tun, dass Novelty ein ziemliches Problem damit hat, Musik durchlaufen zu lassen. Beziehungsweise bei zu viel anderen Geräuschen ist die auf einmal weg gewesen. Das ist, umgehbar. Wenn auch nicht hübsch. Beziehungsweise eigentlich hätte ich mir von Anfang an denken sollen, mach's das lieber in einem anderen Programm. Denn dieses hier ist eigentlich nicht so wirklich geeignet. Auch wenn es einfach zu benutzen ist. Na, wie auch immer, ich zeige euch mal, was ich gemacht habe, so. Und wir machen einfach mal ein neues Spiel und dann darf man seinen Namen eintragen. Und wir haben hier als Standardnamen Exitom Nom 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 Nom. Was dann auch für ein eventuelles Let's Play verwendet werden sollen würde, wie auch immer. Die Handlung dieses Spiels ist frei erfunden. Jede Ähnlichkeit zu real existierenden Personenereignissen oder Organisationen ist rein zufällig. Ähnlichkeiten zu fiktiven Personenereignissen oder Organisationen sind jedoch volle Absicht. Ihr habt sicher schon viel über die Abenteuer von Professor Layton gehört. Doch eines wurde euch bisher verschwiegen. Ich hoffe, das scrollt jetzt nicht zu schnell durch. Es begann damit, dass ich dem Professor einen Brief schickte. Einen Brief, den er anfangs nicht beachtete. Er muss wohl viel zu tun gehabt haben, wer weiß. Ich war auf seine Hilfe angewiesen, also schickte ich einen Boten, doch auch dieser wurde ignoriert. Ich versuchte alles, um den Professor auf mich aufmerksam zu machen. Wirklich alles! Sehen Sie mal, Herr Professor, da hat jemand etwas an den Himmel geschrieben. Und eines schönen Tages sollten meine Bitten endlich erhört werden. Essen ist fertig, es gibt Kürbissülze mit Krautbeilage. Luke, wo ist der Brief, den wir uns für den Notfall aufheben wollten? Ich hol ihn, Professor. Beeil dich, Luke, wir haben ein Mysterium zu lösen. Und so geschah es, dass Luke und Professor Layton sich aufmachten, um, ja, zu helfen. Puh, da sind wir ja gerade nochmal davon gekommen, Luke. Au ja, Herr Professor, um ein Haar hätten wir unser letztes Tischgebet sprechen können. Wovon redet ihr zwei? Und da ist sie. Ach, wir haben uns gerade darüber unterhalten, wie spät wir doch dran sind. Das sind sie allerdings. Der Poststempel auf dem Brief ist von vor 2 Monaten. Was steht denn nun eigentlich drin? Nun... Gute Frage. Luke, wärst du so freundlich, den Brief vorzulesen? Wird gemacht, Professor! Lieber Professor Layton,
Ich schreibe Ihnen aus dem kleinen Städtchen meiner Marsch und erbitte Ihre Hilfe. Auf mir lastet ein Fluch, der sich nicht nur auf mich, sondern auch auf die Menschen um mich herum auswirkt. Ich habe viel Gutes über Ihre Fähigkeiten bezüglich des Lösens von Mysterien gehört und glaube fest daran, dass Sie den Fluch brechen können. Ich lege mein Schicksal in Ihre Hände, Professor Layton. In höchster Anerkennung, Prinzessin La Sola. Ja, die Musik hat einfach abgebrochen, das lag an dem Fade-Out jetzt. Wie gesagt, die Musik-Engine hier ist für den Arsch. Dieses Spiel wäre wahrscheinlich zwar spielbar, aber nicht genießbar, wenn es fertig ist. Oh Gott. Ein Fluch? So sieht es wohl aus. Das könnte ein interessanter Fall für uns werden. Außerdem wäre es falsch, der Prinzessin ihre Bitte zu verwehren. Ein wahrer Gentleman missachtet niemals den Wunsch einer Dame. Aber Herr Professor, Sie haben den Brief über Wochen in Ihrer Wohnung herumliegen lassen. Nun, Luke, der Kodex des wahren Gentleman sagt nichts über zeitliche Beschränkungen. Besser spät als nie. Außerdem waren wir zwischenzeitlich durchaus beschäftigt. Wo ist denn dieses meiner Marsch, von dem in dem Brief die Rede ist? Tja, Flora, das kann ich dir verraten. Doch stattdessen gebe ich dir diese Karte und stelle dir folgendes Rätsel. Babam. Schwupp. Schwupp. Das musste einfach mit rein, so als Running Gag. Schwupp. Ist sogar direkt aus dem LP übernommen, glaube ich. Ich glaube, das haben wir nicht nochmal neu eingesprochen. Wie kommen wir nach meiner Marsch? Das fragst du deinen Beifahrer, der auch prompt zum Reiseatlas greift. Anstatt dir die direkte Route gerade heraus zu sagen, antwortet er recht kryptisch. Fahre immer genau 5 Kilometer bis zur nächsten Stadt, durchquere nicht schon vorher eine Stadt und befahre keine Stadt doppelt. Wenn du alle Städte abgefahren hast, hast du dein Ziel erreicht. Ein Kästchen auf dem Schaubild entspricht dabei einem Kilometer. Fahre die Städte so ab, wie dein Beifahrer es dir gesagt hat. Nun, dann würde ich sagen, wir haben sogar schon 10 Hinweismünzen zum Anfang. Wollen wir uns doch mal das Tippsystem angucken. Tada, es funktioniert sogar. Glaubt mir, das ist Arbeit gewesen, das hinzukriegen. Obwohl es eigentlich gar nicht so schwer sein kann. So. Du kannst in diesem Rätsel die erste und letzte Station deiner Route herausfinden, indem du überprüfst, welche Städte sich nur von jeweils einer anderen Stadt aus erreichen lassen. Bedenke dabei, dass du von einer Stadt zur nächsten nicht immer den direkten Weg benutzen musst. So, also, was sagt uns dieser Tipp? Zum Beispiel, dass wir gucken müssen, also von hier aus geht's hierhin. Und von der Stadt aus geht's dementsprechend hierhin. 1, 2, 3, da geht's dahin und da geht's auch hier ran. Und das ist, ja, nee. 1, 2, 3, 4, 5 würde nicht gehen, weil dann würden wir eine Stadt durchfahren. So, und der einzige Weg, der hier noch hinführt, ist das. Also ist das die, wahrscheinlich die letzte Stadt. Da kommen wir nämlich von hier aus nicht hin. So, und dann haben wir jetzt noch diese Stadt hier. Da kommen wir vom Startpunkt aus hin. Hier kommen wir vom Startpunkt aus hin und von hier aus. Und von hier aus könnten wir dorthin. Also, Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Hier könnten wir hin oder wir könnten auch 1, 2, 3, 4, 5, hier hin. So. Und wir kommen dann aber nur von hier aus wieder hier hin. Und von sonst keiner anderen Stadt aus dahin. Das heißt, wenn wir hier sein würden, dann würden wir feststecken. Also wäre das entweder die letzte Stadt oder die erste. Da diese Stadt hier auch nur von einer Stadt befahrbar ist, würde ich sagen, das ist die erste und das ist die letzte. Und warum erzähle ich das hier eigentlich? Ich meine, ich kann das hier logisch erklären, aber ich kenne die Lösung doch verdammt nochmal. Ich habe das Rätsel selber gemacht. Meine Güte. Also. Aber wir wollen das Ganze ja logisch angehen. So, die erste Stadt ist also diese. Und wir sind wieder voll aufgefüllt. Das hier unten soll eine Tankanzeige sein. Eine sehr sporadische. So, wie sieht es denn eigentlich mit dem zweiten Tipp aus? Boop. Gleich vorneweg, der letzte Satz von Tipp 1 ist für die Lösung des Rätsels unerheblich. Was habe ich da für
keinen Scheiß geschrieben. Naja, ja, schön, schön. Solltest du dir nach dieser Aussage um einen Hinweis solltest du dich nach dieser... Was? Ey, das habe ich falsch geschrieben. Solltest du dich nach dieser Aussage um eine Hinweismünze betrogen... Ach nee, dir betrogen vorkommt. Meine Güte, meine Güte. Dann lass dir gesagt sein, dass der erste Tipp in Rätseln meist eh der nutzloseste ist. Wie gut, dass ich da so ewig nicht mehr... Dass ich das Rätsel so ewig nicht mehr hatte. Hast du dich an den Rest des Tipps gehalten, solltest du als erste Station deiner Reise das 6. Feld der obersten Reihe und als letzte Station das 9. Feld der obersten Reihe herausbekommen haben. Von der ersten Station aus gibt es nur einen Weg, der dich zu einer Stadt bringt. Nimm diesen und kaufe dir dann Tipp 3. Boah, bin ich sadistisch. So, machen wir das doch. Von der letzten Position in Tipp 2 aus gehst du zu der Stadt, die sich im ersten Film, Feld der zweituntersten Reihe befindet. Von dort aus gibt es nur eine Möglichkeit, eine Stadt zu erreichen, in der du noch nicht warst. 3 Felder über dieser Stadt befindet sich dein nächstes Ziel. Nun, der Rest der Lösung würde eigentlich im Supertipp stehen. Leider sind Supertipps in diesem Spiel nicht enthalten. Das tut uns sehr leid, aber wir sind uns sicher, dass du auch so den restlichen Weg finden wirst. Du kennst ja schließlich schon den Endpunkt der Route. Tadam! So, also, das sollte heißen, wir gehen jetzt hier runter. Dann als nächstes hier hin und 3 Felder darüber ist unser nächstes Ziel. Das heißt, wir müssen... Oh ja, genau. Da dürften wir nicht lang. Da kriegen wir sogar einen Warnton. Hab ich das nicht... Ist ja wunderbar, ne? So, das nächste Ziel, das wir befahren können, ist... Nur hier oben. So, jetzt kommen wir zu einer Gabelung, wenn wir so wollen. Und zwar, wir können uns das Ganze jetzt erstmal bildlich vorstellen, das ist nicht schwer. So, 1, 2, 3, 4, 5, wenn wir hier hinfahren würden, dann hätten wir 2 Möglichkeiten. Entweder wir wären schon am Endpunkt, was nicht möglich ist, weil dann kommen wir ja nirgendwo anders mehr hin. Oder 1, 2, 3, 4, 5 hier runter, würden dann 1, 2, 3, 4, 5 hier hochgehen und kommen dann aber leider nicht mehr bis zum Endpunkt, der noch übrig ist. Das heißt... Wir müssen so rum. Boing. So. Und jetzt ist es eigentlich nicht mehr schwierig. So. Kann man das Rätsel eigentlich auch anders lösen? Also indem man jetzt beispielsweise hin und her wackelt und dann... Ich glaube, das hatte ich ausprobiert. Das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Nee, ich glaube, das geht wirklich nicht. Ich sag jetzt einfach, das geht nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde es ja jetzt gern zeigen, aber dann würde ich das Rätsel nochmal neu machen müssen und das will ich nicht. So. Es ist natürlich möglich, das Rätsel neu zu machen. Wir können das ja gern... Doch, nein, ich mach das nicht. Gehen wir weiter. So, Rätsel fertig. Tschüss. Richtig. Verdiente Pikarat und insgesamt verdiente Pikarat. Das stand jetzt anders da. So, hier müsste normalerweise das Auto wackeln. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich sollte das vielleicht mal fixen. Oder die Kamera sollte wackeln, damit es aussieht, als ob das Auto fährt. So, gut gemacht, Flora. Nun kann ich dir ja sagen, dass das Rätsel gar nichts mit unserem Zielort zu tun hatte. Es war aber schön, deinen Geist auf die Probe zu stellen. Wie auch immer, meinen Recherchen zufolge ist Minor Marsh eine beschauliche Stadt unweit von London. Jetzt auf einmal fängt es an wieder zu wackeln. Super. Vielleicht 60 Kilometer entfernt. Der Ort soll für seine traditionelle Architektur bekannt sein. Was meinen Sie mit traditioneller Architektur? Dass das Stadtbild die Baukunst einer längst vergangenen Epoche widerspiegelt. Ich glaube, widerspiegeln wird anders geschrieben. Meine Güte, ich habe da Fehler reingebaut, die ich sonst nicht machen würde. Das Gebäude ist also... die Gebäude dort sind also schlicht und einfach alt. Richtig, Professor Layton? So mag man es auch bezeichnen können. Sind wir bald da, Professor? Oh. Verzeihung, dass ich jetzt niesen musste. Aber Flora, so lange sind wir doch noch gar nicht unterwegs. Ja schon,
Aber ich müsste mal dringend... Und das ist dir nicht eingefallen, bevor wir losgefahren sind? Naja, eigentlich schon. Und wieso bist du dann nicht schon zu Hause gegangen? Nun ja, ich war beschäftigt. Womit denn? Damit euch beiden hinterherzulaufen und mich im Auto zu verstecken, bevor ihr losgefahren seid. Oh. Na gut, Flora, machen wir eine kurze Pause. Wir machen eine kurze Pause. Und sind dann nach der Werbung gleich wieder da. Nein. 5 Minuten später. 5 Minuten später. Sie sieht böse aus. Professor, ich kann es nicht fassen, dass Sie gerade versucht haben, mich im Wald stehen zu lassen. Finden Sie das etwa witzig? Vorsicht, Herr Professor, das ist eine Fangfrage. Natürlich nicht, Flora. Ich weiß nur noch nicht, was uns erwarten wird. Und ich möchte dich nicht unnötig einer Gefahr aussetzen. Und deshalb setzen Sie mich lieber in der Pampa aus. Keine Sorge, Flora. Wir hätten sofort nach unserer Ankunft die Polizei informiert, damit sie dich abholt. So wie letztens in Dropstone. Ich hatte Todesangst in dieser Scheune. Aber am Ende ist doch alles gut geworden. Sei doch bitte etwas optimistischer. Vielleicht haben sie ja recht. So schlimm war es bei den Kühnjanen auch wieder nicht. Oh, seht mal, da hinten ist schon meiner Marsch. Es scheint so, als wären im Stadtgebiet Autos unerwünscht. Also stellen wir das Leitmobil besser hier ab. Ein kleiner Spaziergang bis nach meiner Marsch wird uns sicher nicht schaden. Da hinten ist schon die Stadt zu sehen. Wie weit ist es also nicht mehr? Luke, weißt du noch, wie man sich innerhalb der Umgebung bewegt? Ernsthaft? Das fragen sie mich jedes Mal, wenn ich mit ihnen unterwegs bin. Natürlich weiß ich das. Nur für den Fall der Fälle würde ich es dir aber trotzdem gerne erklären. Ach, bringen Sie es schon hinter sich, Herr Professor. Siehst du dieses Schuhsymbol? Es befindet sich in der rechten unteren Ecke des Bildes. Um dich zu bewegen, brauchst du es nur zu drücken. Hast du das getan, erscheinen Pfeile auf dem Bildschirm, die zeigen, in welche Richtungen du gehen kannst. Drücke den Pfeil, dessen Richtung du einschlagen möchtest, um loszulaufen. Hast du das verstanden, Luke? Darauf können Sie wetten! Schließlich bin ich doch Ihr Lehrling! Erst kräftig auf den Schuh drücken, dann den Pfeilen folgen. Passen Sie auf und staunen Sie! Aua, mein Fuß! Noch so ein Running Gag, den ich unbedingt einbauen wollte, der auch öfter vorkommen soll, ja. Ich fürchte, das war der falsche Schuh, den du da gedrückt hast. Ist alles in Ordnung bei dir? Keine Sorge, Professor. Es tut mir noch ein ganz kleines bisschen höllisch weh. Könnten wir bitte das Thema wechseln? Der hat sich ja schnell erholt. Natürlich, Luke. Da wird sich doch sicherlich etwas finden lassen. Oh, wo wir gerade davon sprechen. Das erinnert mich an eine weitere Anleitung. Das wäre auch so ein Gag, der öfter drauf vorkommen sollte. Und zwar hier, also das erinnert mich an und dann normalerweise würde das ja heißen ein Rätsel, aber dass man da immer was anderes nimmt. Oh, dieses Symbol sieht so verschwommen aus. Ja, es ist auch direkt aus dem Original geklaut. Übernommen. Du erinnerst dich doch sicherlich noch an Hinweismünzen. Sie können sich überall versteckt halten. Tippe auf einen Punkt in der Landschaft, an dem du eine Hinweismünze vermutest. Versuch es doch gleich einmal bei dem Straßenschild auf der linken Seite der Straße. Also dem hier. Keine Autos erlaubt. Nö, da ist keine Hinweismünze zu finden, Herr Professor. Das kann doch nicht sein, ich habe doch gerade erst eine dort versteckt. Da, ich glaube, ich sehe da etwas. Gleich habe ich es. Bing, eine Hinweismünze. Siehst du? Nun sind wir um eine Hinweismünze reicher. Hinweismünzen kannst du in Rätseln einsetzen, um Hinweise zu erhalten, die dich auf die Lösung bringen. Doch gehe besser sparsam damit um und hebe dir ein paar Hinweismünzen für besonders schwere Rätsel auf. Alles klar, Herr Professor, die Hinweismünzen sind bei mir in guten Händen, solange sie mir nicht gerade ein Rätsel über Schuhe stellen.
Haha, ich glaube, das Rätsel um das mysteriöse Schuhsymbol hat erst einmal gereicht, Luke. Wir sollten uns nun langsam auf den Weg nach meiner Marsch machen. Wir werden dort schließlich erwartet. Professor Layton, Luke und Flora beschließen, sich nach meiner Marsch zu begeben. So. Und hier gibt's noch eine Hinweismünze. Und auch hier. Eine Hinweismünze. Ja, sage ich ja. So, und wir können natürlich auch ein bisschen die Landschaft bestaunen. Zumindest dachte ich das jetzt. Wo habe ich denn jetzt nochmal diese Klicksachen versteckt? Und man hat hier auch leider kein, keine Anzeige derzeit, ja, was, wo man genau geklickt hat. Also in Form von solchen Kreisen. So, aber hier ist das. Hier ist was, meine ich. Was ist denn das da hinten? Ein Torbogen? Hm, es hat ganz den Anschein, welch beachtliche Baukunst. Also für mich sieht das ganz gewöhnlich aus. So, ich glaube, da hatte ich dann auch nichts weiter, wo man erstmal anklicken konnte. Machen wir mal weiter. So, büpp. Sagt mir bitte, habt ihr auch das Gefühl, dass uns irgendwer beobachtet? Wie kommen Sie denn darauf? Nennen wir es einfach mal Intuition. Sehen Sie doch mal, Herr Professor, dort hinten. Schwupp! Eine Emmy. Ahem. Oder ahem. Was ich sowieso gerade machen wollte, weil... Mein Hals ist ein bisschen... vom vielen Sprechen. Oh, da habt ihr mich wohl erwischt. Ich hätte das mal mit Mark zusammen machen sollen. Er hat aber nie Zeit. Naja, was soll's. Emmy, ich bin etwas überrascht, dich hier zu treffen. Kennen Sie diese Frau Professor? Frau Professor? Was? Nun, sie ist meine Ex. Was? Assistentin. Ganz genau, bevor wir nach Saint-Mystère gegangen sind, stand sie uns mehr oder weniger gegen Descol zur Seite. Wer ist denn dieser Descol? Nun, er ist mein... Ex. Was? Erzfeind. Ah, also ist er sowas wie Don Paolo, richtig? In der Tat. Doch darüber hinaus ist er aber auch noch mein... Belassen wir es doch besser einfach dabei, Herr Professor. Ich hätte gerne diese Stelle auch noch etwas länger, so, dass man darüber erzählt, wie viel besser Descol doch ist als Don Paolo. Und er hat einen Zeppelin, aber nee, dann das wäre auch zu viel gespoilert. Deswegen, schade eigentlich. Also, er ist auf jeden Fall ein sehr Gentleman-mäßiger Typ. Er ist voll Töfte. Also, ich mag Descol. Das wäre wohl wirklich das Beste, um nämlich die lieben Spieler nicht zu spoilern mit Sachen, die in anderen Spielen vorkommen, die vielleicht noch nicht gespielt worden sein könnten. Emmy, könntest du uns nun bitte erklären, wieso du dich mit einer Kamera im Busch versteckt hast? Ach, du weißt schon, Hersheylein. Das kommt jetzt auch dann öfter, dass sie ihn so nennt. Ich wollte sie so charakterisieren, wie wir das in den Let's Plays gemacht haben. Ich weiß, das ist natürlich nicht sehr Layton-like, aber das sollte das ganze Spiel sowieso nicht werden. Also schon irgendwie, also es sollte wirklich ein echtes Professor Layton werden, nur mit sehr viel Quatsch drin. Also, ach du weißt schon, Hersheylein, das Übliche. Ich genieße die schöne Aussicht und die habe ich jetzt gefunden. Du spionierst uns doch nicht etwa hinterher, oder Emmy? Ah, wie kommst du denn darauf? Die alten Zeiten sind vorbei. Ich würde doch niemals dich, Luke, und die kleine Flora verfolgen. Dazu hätte ich doch keinen Grund. Ich bin durchaus gewillt, dir zu glauben, Emmy. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Doch kann ich mich nicht entsinnen, dass irgendwer von uns dir gegenüber Floras Namen erwähnte. Gibt es nicht doch etwas, das du uns mitteilen möchtest, Emmy? Ja, das gibt's doch nicht. Ihr Name ist also wirklich Flora. Ah, was für ein Glückstreffer. Es kommt mir schon so vor, als hätte ich ein Händchen dafür, Leuten ihre Namen an der Nasenspitze abzulesen.
Welch interessante Gabe. Angenommen, du stellst uns wirklich nicht nach. Wieso bist du dann ausgerechnet hier? Das ist doch ganz einfach, Hersheylein. Ich bin hier sozusagen aufgewachsen, bevor ich nach London ging. Ist das so, Emmy? Ja, so ist es. Ich wohnte in einem Nachbarort von hier. Sagen wir es einfach mal so. Eigentlich komme ich von Thornrhein. Doch, ich war auch schon sehr oft in meiner Marsch. Und das ist der Grund, warum dieser Ort so heißt. Weil man damit so bescheuerte Wortspiele machen kann. Ja, da habe ich mich wieder mal selbst übertroffen. Übrigens, ich habe später erfahren, nachdem ich mir das Ganze ausgedacht habe, dass es nicht das erste Mal, oder nee, beziehungsweise, dass ich vielleicht, naja... Ich hatte wahrscheinlich auch nicht als erster die Idee, aber diese Idee wurde auch in anderen Sachen verwendet mit diesem Wortspiel. Beziehungsweise, sagen wir es mal so, ich habe für meiner Marsch auch eine englische Entsprechung gefunden für den Fall einer Übersetzung. Und zwar das schöne deutsch klingende Maibad. Wegen Maibad. Maibad. Mein, naja, wie auch immer. Also, I've been, but recently, but very often I've also been in my bad. Naja, wie auch immer. Aber für Thornrhein hatte ich, glaube ich, noch nichts Schönes gefunden gehabt. Seefront war das Beste, was mir eingefallen ist. Naja. Jedenfalls, ja, so viel zu diesem Namen und jedenfalls und das Ganze, also Maibad, welches auch gleich mit meiner Marsch zusammen entstanden ist, von der also vom der Name her, der Name, das Ding, da, was auch immer. Das Ganze wurde zum Beispiel auch in GTA 5 verwendet, welches weitaus später rauskam, als ich mir die ganzen Gedanken hier gemacht habe. Da gibt's eine Motorradmarke Maibatsu. Und ich denke mal, die wird genauso etwas meinen. Maibatsu. Wie auch immer. Machen wir hier einfach mal weiter. Ich kenne diesen Ort fast so gut wie meine Manteltasche. Wenn ihr wollt, kann ich euch eine kleine Führung anbieten und euch einen tiefen Einblick in die Ecken und Winkel von meiner Marsch gewähren. Es kann wohl nicht schaden, eine ortskundige Person bei sich zu haben. Was meint ihr? Ich bin ganz Ihrer Meinung, Herr Professor. Ich nicht. Gut, damit wäre einstimmig beschlossen, dass du uns gerne durch die Stadt führen darfst. Hey, werde ich hier einfach übergangen? Der Professor, Luke, Emmy und Flora beschließen, einen Rundgang durch meiner Marsch zu machen. Juhu! So, und dann, finden wir hier eine Hinweismünze. Ist das nicht wunderschön? Ja. Hier gibt es auch noch eine. Was für ein Busch. Und ich glaube, diese Textboxen, die hatte ich, da wollte ich noch was verändern, weil da sollte ein Gespräch draus werden. Und ich glaube, dass der Rest ist einfach bloß das von vorher. Hier, es hat ganz den Anschein, welch beachtliche Baukunst. Ja, es passt eigentlich auch zu dem Busch. Also für mich sieht das ganz gewöhnlich aus. Natürlich, lassen wir es so einfach so und machen Running Gag draus, dass alles so abläuft. Nein, hier haben wir auch noch was Schönes. Und zwar eine, einen Pappbecher mit Getränk drin. Ah, da hat wohl jemand einen Becher mit Orbe anliegen lassen. Es musste mit rein. Ein Gemisch aus Orangen- und Bananensaft. Ich bleibe wohl besser bei Tee. Kennt ihr den Jingle dazu? Ist sonst nix da, trink Orba. Jo, und damit wären wir auch schon am Ende unserer Reise, die ganz schön lange gedauert hat. Dafür, dass das Spiel ja noch relativ am Anfang ist. Wie soll ich sagen? Ja, wenn wir hier nämlich draufklicken, kommen wir kein Stück weiter. Es ist zwar schon mehr von den Assets da, also man könnte, wenn ich das jetzt einprogrammieren würde, auch noch weiter latschen. Aber, jetzt kommen wir nämlich zu dem unangenehmen Teil der ganzen Geschichte. Warum habe ich euch das überhaupt gezeigt? Nun,
Dieses Spiel ist endgültig gecancelt. Ja. Warum? Nun, das, was ihr alles gesehen habt, das ist entstanden in relativ kurzer Zeit, mehr oder weniger, über einen lang verteilten Zeitraum. Sagen wir einfach so, es gab, naja, Probleme, die ich eigentlich hätte voraussehen sollen, können. Ja. Und zwar bin ich bei diesem Spiel sehr auf Hilfe durch Zeichner angewiesen gewesen und ich bin dankbar für jedes Bild, was in dem Spiel enthalten ist und was auch nicht in dem Spiel enthalten ist. Moment, was ist nur los? Achso, ja, ich habe rausgeklickt aus dem Bild. So, jetzt geht die Musik weiter. Nee, aufgepasst. Und zwar, ich sage mal so, es gab einige, die hilfsbereit waren und sich gemeldet haben und wirklich drauf reagiert haben, als ich dann gefragt habe, kann mir denn jemand mal dabei helfen? Und es ist echt nett gewesen, dass die auch was gemacht haben. Nur leider hatten diese Leute dann auch nicht immer Zeit und so weiter und so fort. Und dann ist das Ganze irgendwie im Sand verlaufen, weil dann vielleicht auch die Lust bei einigen weg war. Es ist schade, ich hätte es gerne wirklich viel weitergebracht und so. Aber ich sag mal so, dann hätte ich wahrscheinlich Tausende von Euro für Zeichner ausgeben müssen und die habe ich leider nicht. Es ist wirklich so. Ich meine, ihr seht meinen YouTube-Kanal, es ist nicht so, als ob ich da viel dran verdienen könnte, obwohl ich schon Werbung schalte, was mir eigentlich sogar sehr unangenehm ist, meinen Zuschauern gegenüber. Es ist eigentlich für das, was bei rauskommt am Ende, ich möchte es mal wirklich so ehrlich sagen, eine Unverschämtheit den Leuten gegenüber. Also jeder, der Adblock benutzt von euch, immer weitermachen. Ehrlich, ich bin genauso dagegen. Wirklich. Ich sag das so, wie es ist. So, was ich sagen wollte, ja, es ist vieles entstanden, auch vieles, was jetzt nicht hier integriert ist. Bloß eben, sag ich mal, nicht so viel Zusammenhängendes. Und deswegen habe ich mich entschlossen, auch aus dem Grund, dass ich das letzte Mal, ganz ehrlich, kurz nach Weihnachten 2014 an diesem Spiel gearbeitet habe und danach nicht mehr. Also aus diesem Grund sage ich jetzt wirklich, das ist nicht nur auf Eis gelegt erstmal, das ist, naja, man sollte sich keine weiteren Hoffnungen machen. Für den Fall, dass überhaupt noch jemand an dieses Fangame gedacht hat. Aber ich hoffe, das, was bisher fertig war, hat euch Spaß gemacht. Und ja, ich würde euch gerne noch ein bisschen mehr darüber erzählen, um euch zu zeigen, was denn so alles. Moment, ich mache das mal aus hier. Dann ist zwar keine Hintergrundmusik mehr, aber dann kann ich wenigstens schön erzählen. Und zwar, wie es eigentlich ablaufen sollte, denn die Story war tatsächlich schon fertig. Schon relativ am Anfang. Es war eigentlich nur noch sowas, wir machen jetzt die Assets, wir bauen das Ganze auf, wir denken uns ein paar Rätsel aus, davon sind auch schon einige fertig. Naja, nicht fertig im Spiel, aber so im Grunde konzeptiert, was auch immer. Das erste Rätsel habt ihr ja gesehen, es ist auch ein Stück Arbeit gewesen, das zu machen. Ja, was soll ich sagen? Machen wir mal mit der Story weiter, wie sie eigentlich hätte ablaufen sollen. So, wir sind hier jetzt, also ich habe hier eine Karte, das ist auch wunderschön, dass wir sowas hier haben. Eine Karte von meiner Marsch. Sieht ein bisschen komisch aus für das, was es ausdrückt, wenn man es so ausspricht. Nein, also hier hatten wir diesen Parkplatz Dingens Bummens. Sieht hier auch etwas anders aus, als es am Ende geworden ist, finde ich auch. So wie es am Ende geworden ist, besser. So, dann sind wir jetzt hier gewesen und sollten eigentlich hier zu diesem Torbogen, das sieht nach gar nicht so viel aus, aber ist ja gut, das hier ist eher so ein Konzept gewesen. Ich glaube, das wäre auch im Spiel nie vorgekommen. So, und dann wären wir hier an dem Torbogen und dort hätten wir Schnurrbart getroffen. Der hätte uns erstmal wieder was erklärt und außerdem hätten wir, dort einen Karton stehen sehen. Da hätte ich gerne eine Anspielung auf Metal Gear Solid gemacht. Wenn man draufklickt, kommt kein normales Ausrufezeichen, sondern ein Metal Gear Solid Ausrufezeichen und dann dieser Blub-Sound. Ja, das wäre schön gewesen. Ach, naja, wie auch immer. So. Und dann hätte uns Emmy durch diese Einkaufspassage hier geführt.
Hier wäre auch der Laden eines Hutmachers gewesen. Moment, ich kann das Ganze sogar mal zeigen. Soweit ist es nämlich. Also ist zumindest so. Also hier haben wir auf jeden Fall, hier wäre Schnobert aufgetaucht. Und hier wäre es weitergegangen zu dieser Passage. Und hier wäre der Laden des Hutmachers gewesen. Da hätte man reingekonnt und da wäre dann halt so ein Typ gewesen, der, ja, der auf die Idee gekommen wäre, genau. Jetzt muss ich mir das selber ins Gedächtnis rufen. Er wollte einen Hut kaufen. Und zwar dachte Professor Layton dann so, nein, oder sagte dann so, nein, mein Hut ist nicht verkäuflich. Und dann meint der Hutmacher so, nein, ich meine gar nicht Ihren. Ich meine den von dem Jungen. Und dann meinte er Lukes Mütze. So. Denn, das ist auch so eine Sache, die kann ich ja jetzt ruhig getrost erklären. Dieser Hutmacher, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ich glaube, das Hutmacher-Thema, das ist auch mit auf YouTube gelandet. Ich hoffe es zumindest gerade. Ja, genau, ist es auch. Da haben wir ja so eine Mischung aus mein Hut, der hat drei Ecken, etwas selbstkomponierten und dann noch einem dritten Lied, und zwar My Bonnie is over the ocean, My Bonnie is over the sea. So, das sollte einen Grund haben, denn Lukes Mütze ähnelt ja zufällig der Mütze eines gewissen kleinen Mädchens aus Montedor. Und zwar heißt sie Bonnie, genau. Und hier wäre dann sozusagen ihr Vater, der Hutmacher, der dann von seiner Frau verlassen wurde, die dann wiederum sich erstens mal nicht um die Tochter kümmert und dann auch noch Geld auf den Kopf haut. Ich fand, das war so eine nette Anspielung, die auch ein paar, naja, Nebengeschichten miteinander verbindet. Und da wäre dieser Hutmacher halt ein schönes Bindeglied gewesen. Wie gesagt, er will Lukes Mütze, weil die ihn an seine Tochter erinnert und so weiter und so fort. Ja, und das wäre wahrscheinlich auch in Form einer Art Rätsel passiert, also dass man das dann hätte rausfinden müssen. Und naja, jedenfalls, also dieser Hutmacher, der will erstmal Lukes Mütze, findet man noch nicht raus, dass er der Vater von Bonnie sein soll. Dann geht es weiter, beziehungsweise ich glaube, der, ja, also, die kriegen da auch irgendwie so ein Pizzahut. Ein Pizzahut bekommen die, ja, wegen Pizza Hut. Was nur im deutschen Sinn macht, weil. Oh, oder Pizza Hut. Ja, wer weiß. So, jedenfalls, dann geht's hier weiter. Und zwar auf einen Marktplatz. Und dort haben wir drei Marktschreier. Und zwar haben wir einmal da Pansen, Pflanzen und Brimsen. Pansen verkauft Fleisch, Pflanzen verkauft Blumen und Gemüse und Brimsen verkauft Käse. Die Namen sind auch dementsprechend natürlich gewählt, weil Pansen ist was mit Fleisch, Pflanzen für Pflanzen und Brimsen ist eine Käsesorte. Nur damit man das so weiß. Ich habe auch nichts gefunden, was auf Ansen endet, ehrlich gesagt, mit Käse. Deswegen. Aber ich finde, die Namen sind okay gewesen. So. Die kriegen dann aber auch, also in einer Art Tauschgeschäft, dann diesen Käsehut und so weiter. Nee, Pizzahut, weil die streiten sich ja alle. Und dann werden sie durch diesen Pizzahut, der mit Käse belegt ist, und Tomaten zum Beispiel und Fleisch, also Salami oder sowas. Da sieht man, wie gut alles dreist miteinander harmonieren kann und bla 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 und bla bla bla. Dann gehen sie hier weiter, gucken sich so eine schöne große Villensiedlung an mit ein paar Häuschen. So, und kommen dann in ein Theater und in dem treffen sie auf Inspektor Chelmi und Los Bartos. Nein, El Barton. El Barto, El Barton, ja, wie auch immer. Auf Chelmi und Barton, die wegen einer Ruhestörung dort hin sollten. Und zwar sollten die, Moment, ich versuche hier auch mal was zu finden. Ja, ich habe hier wirklich viele Bilder, also was ihr euch hier anseht, das sind Konzeptzeichnungen und was nicht alles. Ich lasse das mal so im Bild. Das ist wirklich schön, wenn ich hier mal was raussuche. So, dann haben wir nämlich diesen jungen Mann hier.
Detlef. Und der hat auf jeden Fall eine ganz komische Stimme und das ist ihm angeboren. Also er schreit viel. Ja, und deswegen diese Ruhestörungssache und bringt Luke noch den Witz. Ach, die Meisterdetektive von Scotland Yard müssen diesen Fall, diesen pikanten Fall ja auflösen, weil das ist ja, davon hängt die Sicherheit der Welt ab. Und so weiter. Nee, und dann beschließen Chelmy und so weiter und so fort. Also, Moment, wen haben wir dann alles schon? Wir haben dann Professor Layton, Luke, Flora, wie ging's weiter? Emmy, Chelmy und Barton, die da was beschließen. So, und da dachte ich mir so, dass jemand den Vorschlag bringt, dass man ja mal diese Beschließen-Textboxen verbannen könnte. Und dann, oder irgendwie, wie war denn das nochmal? Genau, da beschließen erst Layton und Luke mal Chelmy zu fragen, ob die, ob die sie auf ihrer Mission begleiten wollen. Upsa. Und zwar zu Prinzessin La Sola. So, Moment, hierhin wieder. Und, irgendwie, dann beschließen die da was und beschließen und beschließen und beschließen. Fragt jeder jemand anderen und so weiter. Und irgendwann kommt einer auf die Idee, ja, wollen wir mal diese Beschließen-Textboxen alle wegmachen. Und dann, ja, der Professor, Luke, Emmy, Flora, Barton und Chelmy beschließen, dass es ab sofort keine Beschließtextboxen mehr gibt. Und ab da sind die dann auch weg. Was auch vielleicht besser so ist. Naja, auch so als Anspielung auf den zweiten Teil der Reihe, wo ja öfter mal was beschlossen wurde und Mark und ich fanden das ja Töfte. So, dann ging es hier weiter. Blüpp, blüpp, blüpp. Die gehen hier lang. Kommen auf diesen Berg und treffen dort. Dann machen sie auf dem Rückweg. Gut. Also auf jeden Fall gibt es hier dann dieses Schloss. Bupp. So. Und dort klopfen sie an und werden von einem Hausherrn dort. Moment, vielleicht habe ich dazu auch ein Bild. Wie hieß der denn jetzt nochmal? Von dem hier werden sie begrüßt. So, dann sagen sie, ja, wir sind auf der Suche nach Prinzessin La Sola und der entgegnet, ja, tut mir leid, ihre Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Schöne Anspielung. So, und warum denn? Nun, zweites Schloss. Ja, da gibt es nämlich dann eine Geschichte dazu und zwar gab es da mal früher zwei Leute, die hier siedeln wollten und der eine wollte sein Schloss bauen und der andere wollte sein Schloss bauen. Also haben die ihre Schlösser gebaut und die sind zufällig entgegengesetzt geworden, also beziehungsweise gespiegelt. So, das dazu und dann haben wir hier nämlich ein Schloss, das ist Namba Moya und das ist Namba Mbili, könnte falsch ausgesprochen sein, das Ganze ist nämlich einfach bloß Suaheli für Nummer 1 und Nummer 2. So. Also gehen sie von diesem Schloss aus rüber zu diesem, werden von Prinzessin La Sola in Empfang genommen und sie erzählt ihre Geschichte und zwar sehr traurig. Sie lebt in einem Land, in dem sie die Thronfolge antreten soll, weil ihr Vater vielleicht nicht mehr lange macht. So, dafür braucht sie aber leider auch einen Ehegatten und sie ist sehr wählerisch, was das Ganze angeht und hat eigentlich jeden, der um sie gefreit hat, abgewiesen. Und dann kam da plötzlich einer und der Vater hat schon vorher gesagt, das ist der Letzte, wenn du den nicht nimmst, wirst du verbannt. Und dieser eine gibt ihr dann auf einmal ein Amulett, geheimnisvoller Fremder, gibt ein Schmuckstück, das kann ja nur gut gehen. So, und zwar ist dieses Schmuckstück dann bezeichnet im Verlauf als das Gegenstück und
Man braucht dazu ein weiteres Schmuckstück, damit ein Fluch, der damit verbunden ist, von dem ja auch die Rede war, aufgehoben wird. Dieser Fluch, wie soll ich sagen, der beinhaltet, dass derjenige, der das Gegenstück bei sich trägt, also dass alle drumherum, sagen wir mal, ein eigenes Gegenstück finden. Oh, da fällt mir ein, ich habe doch glatt noch was vergessen. Nämlich die erste Begegnung in dieser Richtung gibt es schon hier vor den Toren. Und zwar mit, jetzt kommt's, Moment, da habe ich glaube ich sogar schon ein Foto aufgemacht. Ja, genau, mit Shirley Notley. Im Grunde einer weiblichen Version von Professor Layton. Jetzt eher im Namen spiegelt sich das bei ihr wieder, nicht unbedingt im Aussehen. Bei anderen Charakteren auch im Aussehen. Schauen wir doch mal. Und zwar haben wir hier zum Beispiel eine weibliche Version von Schnurrbart. Schnauzberta. Ja, und dann gab es noch ein paar andere. Also es sollten ja auch wieder ein paar Charaktere aus alten Spielen vorkommen. Was haben wir denn da so? Es sollten natürlich auch neue Charaktere vorkommen. Hier, Winfried wurde mal in einem Intro-Gag gezeigt und dann auch als Winfried benannt. So. Waltham von Waltham und Waltham sollte auch auftauchen und hat auch eine weibliche Version bekommen, die ehrlich gesagt auch Waltham heißt. Das ist nämlich ein Nachname. Und das ist einfach dann nur die andere Waltham von Waltham und Waltham. So, so viel zu dem Thema. Außerdem, ich glaube, wir hatten noch ein paar andere. Oh, schön ist natürlich auch, was dann später kommen würde. Man trifft auf Emmys Doppelgänger und das ist schon vom Namen und vom Aussehen her halbwegs passend. Da dachte ich mir, das muss ich so reinnehmen. Sammy. Ah, das wäre lustig. Das wäre eine lustige Situation geworden. So. Ja, nee, also so viel dazu. Was hat man noch? Warum war da nochmal? Oh, genau. Bartons Gegenstück sollte einfach, weil es sich auch vom Aussehen her ganz gut einrichten ließe, Bell werden. Aber das kommt gleich noch. Und zwar geht's erstmal weiter. So. Hatte ich schon Prinzessin La Solla eigentlich mal gezeigt, wie sie aussieht? So nämlich. Naja, gut, bisschen verpixelt gerade. Das ist sie und sie erzählt eben von ihren Leiden. Hat hier auch das Gegenstück um den Hals getragen. Jetzt zur Erklärung, warum ist sie es nicht einfach losgeworden? Nun, ganz blöde und einfache Erklärung, sie kann nichts wegschmeißen. Deswegen würde man dann in dem Schloss auch einen Raum finden, in dem haufenweise Krimskrams rumliegt. Ja, so viel dazu. Es wäre natürlich die einfachste Lösung, das Ding einfach wegzuschmeißen, aber naja. So, also, das Gegenstück ist eben nur eine Hälfte des Gesamtkunstwerkes, was gefunden werden soll. Und das, was man finden soll, ist natürlich, wie der Titel des Spiels überhaupt schon sagt, die bessere Hälfte. So, also muss man sich jetzt erstmal überlegen, wo findet man denn die bessere Hälfte? Dann wird das Ganze in einer Bibliothek, wo auch immer die jetzt sein soll, keine Ahnung, wo ich die jetzt hinbasteln wollte, nachgeschlagen, wo könnte das denn sein und so weiter und so fort. Und man kommt dann erstmal auf die Idee, warum könnte es nicht hier drin sein? Das Ding ist verlassen und der einzige Typ, der da noch drin ist, ist dieser Hausherr Jeeves. Aber das war's dann auch schon. Naja, man könnte sich da ja mal umgucken. So, jedenfalls vorher wäre dann noch gewesen, dass man hier auf dem Berg auf Bell trifft. Ach ja, außerdem, genau, fällt mir ja ein, Shirley Notley ist natürlich nicht alleine. Wir haben ja auch noch Luke und Flora zu Professor Layton. Und deswegen haben wir auch noch diese beiden hier, das sind Flug und Lora. Und deswegen wollte ich Bell mit drin haben. Das passt wirklich so gut zusammen. Sie sieht ein bisschen aus wie Barton.
Sie hat Luke gerne mal fälschlicherweise als Flug bezeichnet. Und das liegt einfach daran, dass dieser kleine Junge hier ihr auf diesem Berg, der hier ist, wo sie fast runterfällt, weil sie ausrutscht, ja, das Leben rettet. Oder mehr oder weniger ihre Gesundheit. Ja, ich denke mal, sie würde nicht dran draufgehen. Aber ja, deswegen verliebt sie sich dann in ihn und himmelt eben Flug an. Und später, wenn sie dann in Professor Layton und die verlorene Zukunft zurückkommen würde, würde sie dann, naja, Luke mit Flug verwechseln. Ja, so einfach sollte das gestrickt sein. Da sollte wieder ein Storystrang unnötigerweise verknüpft worden sein. So, dann gehen die jedenfalls hierher. Hier ist nämlich ein Hotel oder irgend sowas in der Art. Da wollen sie unterkommen. Hier ist noch eine Bar. Da kriegt Professor Layton ein Rätsel gestellt über Tee. Denn das ist keine normale Bar, das ist eine Teebar. Das Ganze sollte aber aufgezogen sein wie so in so einem Wild-West-Film. Naja. So, howdy, oder sowas. Neu in der Stadt. Ja, und ich suche nach Informationen über dies und jenes und solches. Ja. Ja, gut, aber dann musst du erst dieses T-Rätsel für mich lösen. So, nee, hier kommen sie die Nacht erstmal unter und dann versuchen sie halt am nächsten Tag sich mal hier drin. Da passiert dann plötzlich etwas und zwar, also, alle Lichter gehen aus. Ich meine, die haben hier mal Licht gemacht, um zu gucken. Die haben da auch Bücher drin gefunden, wo sie vielleicht was, so ein paar Hinweise bekommen. Und auf jeden Fall, das Licht geht aus und es kommt ihnen so vor, als wäre da jemand gewesen, der irgendwas gewusst hätte. So, da finden sie auch eine Hutschnur, deswegen wollen sie zu dem Hutmacher wieder. Der ist aber nicht da, der ist ganz woanders am Strand und bräunt sich oder sowas. So, hier haben wir übrigens eine Statue einer Riesengurke, denn Miner Marsh ist für seine Gurkenproduktion bekannt. Warum auch immer. Eine wunderschöne Spreewaldgurke in Miner Marsh. Ja, dann gehen sie hier hin, finden ihn aber auch nicht. Dafür aber jemanden, der verdächtig wegläuft und den sie dann weiter verfolgen und so weiter und so weiter und so fort. Und zwar bis zum Ausgang aus dem Ort hier. Und dann verfolgen sie ihn sogar bis zum Ort Fornrain. Da habe ich leider kein Konzept, weil das, ja, wollte ich mir dann ausdenken, wie das da so aussieht. Jedenfalls in Fornrain sollte man dann auch auf andere Charaktere treffen. Die dann keine Doppelgänger hatten, weil sie halt nicht in meiner Marsch leben. Ich muss das irgendwie anders formulieren. unter anderem auch Specht und Sperling sollten wieder auftauchen. Außerdem als neuer Charakter sollte man auf die Enkelin von Delmona treffen. Und die sollte halt an sich, man sollte erstmal nicht merken, dass es die Enkelin von Delmona ist. Sie sollte aber irgendwie den Eindruck machen, indem sie sagt, ja, also normalerweise ist ja mein Opa immer so schlau und löst Rätsel für mich. Könnt ihr das auch? Ja, der hat die ganzen Lorbeeren eingeheimst dafür. Nee, dann, ja, weiß ich nicht. Dann geben sie die Suche auf, gehen wieder zurück nach meiner Marsch, erkunden sich weiter, kommen hier auf diese Farm. Hier ist ein Riesenrad übrigens. Da wäre eine kleine Anspielung drauf gewesen auf erstens mal Montedor, wo Emmy auf die Idee kam, dass ja das Riesenrad aus seinen Halterungen brechen könnte und dann man davor weglaufen müsste, wo ja Luke dann gesagt hat, ach, das ist ja Blödsinn. Und später in Saint Mystère ist es ja wirklich passiert und hier hätte ich gerne noch eine Anspielung drauf gehabt. Ach, wissen Sie noch, wie Sie in Montedor gesagt haben, dass, oder wie Sie da was zu dem Riesenrad gesagt haben? Ich kann mich dunkel dran erinnern. Nun, ach, sie würden es mir ja sowieso nicht glauben. So, dann kommen sie hier lang, gehen auf diesen schönen Turm. Nun, finden auch nicht viel. Nee, ich glaube, ich habe das Ganze nicht detailliert genug erzählt, aber ist ja auch egal. Jedenfalls gehen sie dann hier hin
Und auf diesem schönen freien Fleckchen kommt es dann zum Showdown, denn Professor Layton und Shirley Notley wissen plötzlich, wer denn eigentlich der Übeltäter ist. So, und dann kommt eben dieser schöne Fingerzeig und dann hat man eine Szene, in der beide aufeinander zeigen. So, und beziehungsweise sich die Zeigefinger entgegenstrecken und dann lässt Professor Layton Shirley Notley den Vortritt und lässt sie erklären, was denn nun gewesen sein soll. Und dann sagt Shirley Notley, dass Professor Layton eigentlich die ganze Zeit schon wusste, wo die bessere Hälfte ist, aber es nicht sagen wollte. Und außerdem die ganze Gruppe sogar noch in die Irre geführt hat durch fälschliche Vermutungen, wie zum Beispiel, dass der Hutmacher irgendwas wissen könnte oder dann derjenige, der plötzlich weggelaufen ist, wo sich nämlich rausgestellt haben soll, dann, dass der eigentlich überhaupt nichts mit der ganzen Sache zu tun hatte und einfach nur irgendwelche anderen Blödeleien gemacht hat oder es eilig hatte. So. Das als falsche Spuren, um einfach bloß die Suche ins Leere laufen zu lassen, auch ein bisschen mit Zufall gearbeitet. Also sich irgendwie eine Situation ausgesucht und da mehr rein interpretiert, als es war. Und Professor Layton bestätigt das sogar. Er sagt, ja, das habe ich tatsächlich gemacht, aber nur um den wahren Übeltäter zu finden. Und warum zeigen sie gerade, und dann sagt Shirley Notley, und warum zeigen sie dann gerade auf mich? Und dann sagt er das ganz Unfassbare. Ich zeige gar nicht auf sie. Und dann sieht man Shirley Notley, wie sie geschockt dasteht. Und hinter ihr... Moment. Mist. Das hat jetzt irgendwie alles rausgenommen. Hinter ihr Flug und Laura. Auch geschockt. Und Professor Layton begründet das dann damit, dass die beiden niemals auseinander waren. Und sogar als... Das ist auch so eine Sache, die ich leider nicht erzählt habe. Als nämlich Bell in die Tiefe gefallen ist und Flug versucht hat, sie zu retten, da hat er Laura nicht losgelassen. Und es wäre doch ziemlich gefährlich, das zu machen, weil wenn sie runterfallen würde, wenn Flug mit runterfallen würde, dann würden alle mit runterfallen. Alle drei. Bell, Flug und Laura. Da ist Layton schon stutzig geworden, dann bei der Verfolgungsjagd hier durch die ganze Stadt. Da sollten sie sich aufteilen und man hat ehrlich gesagt nie gesehen, wie sich Flug und Laura aufteilen. Und außerdem hat dann plötzlich, als gefragt wurde, ja, wo ist er denn, ist er dort irgendwo gewesen? Also einer sollte nämlich in das Theater gehen, einer sollte zu dem Brunnen und... Nun, da hat dann der falsche Part das geantwortet, was der andere Part eigentlich hätte sehen müssen. Was man vielleicht auch noch damit begründen könnte, dass die beiden sich abgesprochen haben. Aber gut, und dann hätte es noch weitere Situationen gegeben, die dann darauf hinweisen, dass Flug und Laura im Grunde eigentlich eine zusammenhängende Person sind und dementsprechend eigentlich eine Verkleidung. So, ach ja, außerdem das Motiv, welches Shirley Notley für Professor Layton gehabt hätte, wäre gewesen, dass er, dass er sich in Prinzessin La Solla verliebt hat und nicht wollte, dass diese durch das Finden der besseren Hälfte, was auch noch ein Nebeneffekt ist, Entschuldigung, dass ich das auch vergessen habe, ich habe das echt in einem... Wirrwarr erzählt hier, ich hoffe, man kommt dann noch mit. Wenn sie die bessere Hälfte gefunden hätte, dann hätte sie auch ihren Traumprinzen damit gefunden. Zumindest laut Legende oder was auch immer. Aber wir sind ja hier gerade bei der Auflösung. Und zwar wäre das natürlich nicht passiert. Wahrscheinlich. Das begründet dann Professor Layton auch noch. Jedenfalls, ja, Shirley Notley war der Meinung, Professor Layton wollte verhindern, dass die bessere Hälfte gefunden wird, damit er sich an La Solla ranmachen kann, was er dann aber natürlich widerlegen kann, indem er eben sagt, hier, Flug und Laura sind es, so, und, also sind die Übeltäter,
So, dann sollen die beiden sich mal loslassen, die sollen es zeigen. Und plötzlich passiert das Unfassbare. Die beiden fallen zusammen wie ein Luftballon. Und herauskommt der wahre Bösewicht. Und man möchte jetzt ja meinen, es wäre Don Paolo, aber ich habe mir was ganz anderes ausgedacht. Und zwar ein weiterer charismatischer Erzfeind, der hätte Professor Layton und die bessere Hälfte vielleicht noch eine Fortsetzung gefunden, aber dazu hätte es erstmal fertig werden müssen, ja, öfter aufgetaucht wäre. Und zwar Markus von Hinden. Haben wir auch noch ein anderes Bild? Nee, das ist das gleiche. Gut. Upsa. Und dieser Markus von Hinden mag wohl inspiriert sein durch natürlich Mark. Also ich fand auch, es wäre gut getroffen gewesen. Also ich finde den auch gut gemacht. Also keine Ahnung, ich hätte ihn gerne als charismatischen Bösewicht gehabt. So, jedenfalls, ich sag sehr oft jedenfalls, um einfach weiterzukommen in der ganzen Sache, ohne weiter erklären zu müssen. Nee, Markus von Hinden hatte eben den Plan, diese bessere Hälfte zu finden. Das Gegenstück hatte er bereits. Er ist sowas wie ein Sammler und außerdem hätte er das Ganze teuer verscherbeln können. Ja. Und darum wollte er eben, weil er schon rausgefunden hat, wie das Ganze, also wo sie sich ungefähr aufhalten könnte, wollte er halt jemanden finden, der sich die Mühe macht, danach wirklich zu suchen. Und nun, da La Solla so unter Druck stand und außerdem es Brauch ist in ihrem Land, dass der Thron verkauft wird an den Meistbietenden, wenn das Ganze, naja, wenn sie keinen Thronfolger fände, ja. Da hat er gesagt, schlagen wir doch zwei Fliegen mit einer Klappe, wir lassen sie erstens mal verbannen, lassen sie nach der besseren Hälfte suchen und sie wird sowieso keinen finden für die Ewigkeit, deshalb, ja, schnappen wir uns dann auch noch für ein Appel und ein Ei ihr Land. Zack, bumm, weg. So, das zumindest als halbwegs plausible Erklärung für die ganze Geschichte. Warum jetzt plötzlich Markus von Hinden sie dazu beauftragt hat, oder mehr oder weniger reingetrickst hat, die bessere Hälfte zu finden. Und nun, wie ging es jetzt weiter? Ach so, Markus von Hinden ist aufgeflogen, konnte seinen Plan also nicht in die Tat umsetzen und flieht. Und kommt plötzlich später wieder mit einem Zeppelin. Und zwar der von Hindenburg. Ja, auch wieder so ein schöner Wortwitz. Ist Wahnsinn. So, diese Idee mit dem Zeppelin war übrigens auch, schon erdacht, bevor es Informationen über Professor Layton und das Vermächtnis von Aslant gab. Ich find's eigentlich traurig, dass dann so vieles, was ich mir überlegt habe, dann tatsächlich wieder oder der tatsächlich verwendet wurde in Layton-Spielen. Genauso mit diesem Saloon hier und sowas. Dann wurde auf einmal hier, was weiß ich, hier diese Westernstadt in das Vermächtnis von Aslant eingeführt und da gab's ja auch diesen Saloon, vor allem mit Derringer. Das ist ja super Kerl gewesen. Den hätte ich auch wieder irgendwie eingebracht, aber wahrscheinlich eher in Thornrine, weil ich keine Lust hätte, eine weibliche Version von ihm zu machen. Außerdem hat er schon eine Frau. Wollte ich nicht sogar eine Regelung da drin haben, dass diejenigen, die ihren perfekten Partner schon gefunden haben, da jetzt nicht nochmal von jemandem getroffen werden, der ihnen ähnlich ist oder sowas? Keine Ahnung. Jedenfalls die von Hindenburg kommt und versucht meiner Marsch dem Erdboden gleich zu machen, damit er einfach in den Trümmern nach der besseren Hälfte graben kann, wenn es schon nicht anders geht. Und dann wird natürlich das Ganze aufgehalten. Ich glaube, ich habe dazu ein paar kleine Konzeptzeichnungen. Das ist jetzt nichts Dolles.
Lampe. Oh ja. Hier war das. So. Es ist voll doof, ne? Sieht doof aus. Sehr doof. Ist mit Paint gemacht. So. Die sind hier halt in dem Kontrollraum. Hier vorne ist, Dings hier. Markus von hinten. So. Und der aktiviert dann, Laser. Tödliche Laser. Und, ach so, ja, genau. Und er hat da vorne eine Steuerkonsole, die sich nur mit einem Stift steuern lässt. So. Wie auch immer er auf die Idee gekommen ist, aber damit aktiviert er das Lasernetz, damit kommen sie nicht durch, können ihn nicht aufhalten. Und dann plötzlich, weiß ich nicht, spielt er so mit den Fingern rum mit seinem... genau, hier. Spielt da mit den Fingern so an, mit seinem, nennen wir es mal Stylus rum. Und pfipp, da fliegt er ihm aus den Händen. Und er sagt, ah, mein Stylus. Nämlich, der fliegt direkt aus einem der Bullaugen oder... weiß ich nicht, der fliegt da irgendwo raus aus dem... Nee, der fliegt... Oder er landet hier, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es ist so lange her, dass ich mir das da überlegt habe. Ich hätte das alles wieder auffrischen müssen erstmal. Tut mir leid. Nee, jedenfalls, der liegt dann da, wo er nicht in greifbarer Nähe ist. Und dadurch gerät die von Hindenburg außer Kontrolle, stürzt ab. Und Layton und Luke können sich gerade so draus befreien. Tja, was mit Markus von hinten passiert, ist leider ungeklärt. Typisches Cliffhanger-Ende, beziehungsweise offenes Ende für spätere Fortsetzungen. So, naja, jedenfalls, meiner Marsch ist gerettet und sie erfreuen sich der ganzen Sache. Ja, hier auch ein paar schöne Sachen von einer Zeichnerin von Tessaiga, die ein bisschen rumgespielt hat während der Zeichnungen. So, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, Professor Layton händigt dann doch die bessere Hälfte aus. Sie soll aber eher in ein Museum kommen. Und alle stellen sich zu einem Gruppenfoto auf. Und, naja, Emmy macht dieses Foto und hat dabei so eine Art Blitzdings, setzt sich eine Sonnenbrille auf. Und dieses Blitzdings sorgt dafür, dass die alle vergessen, was überhaupt passiert ist. Deswegen kommt das auch nie in irgendwelchen späteren Teilen vor. Deshalb weiß auch Bell noch davon, wer Fluke ist. Nur Luke weiß leider nicht von Bell. Denn Bell war nicht mit auf dem Foto und ist da stattdessen, also die haben sich sozusagen da wieder getroffen dann. Ich habe mir echt Gedanken gemacht, wie ich diese ganzen Sachen miteinander logisch verknüpfe. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Ich meine, ich habe hier ja schon eine ganze Weile damit gerade verbracht, das zu erzählen. Ja, tut mir leid, dass es so lang geworden ist, aber es gab hier echt vieles, was ich mir ausgedacht habe. Nö, und nach dem Blitzdings krallt sich natürlich Emmy die bessere Hälfte, taucht ja auch später nicht mehr so weit auf und das wäre dann der Aufhänger für einen zweiten Teil gewesen. Aber wie gesagt, der erste ist ja noch nicht mal ansatzweise fertig. Da ist ja fast nix. Nee. Fast nichts dabei. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Musik gemacht. Also ich habe wirklich viel Musik auch komponiert dafür. Ist fast alles fertig gewesen. Man mag es nicht glauben. Aber wie gesagt, es fehlen so viele Bilder. Es ist nicht möglich, das fertigzustellen. Nicht für mich. Es tut mir leid. Darauf wollte ich nochmal hinaus. Ja, sogar Handlung haben wir hier. Wir haben haufenweise Text. Vertonte Texte teilweise schon aufgenommen. Ich hätte ja auch gerne ein paar Stimmen gehabt von den Originalen. Ich habe sogar mal bei Mario Hassard nachgefragt, ob er den Professor Layton geben würde. Aber er hat gesagt, nun, Copyright-technisch ist das alles natürlich sehr heikel. Und ich verstehe es, wenn man da nicht wenn man da nicht das Risiko eingehen möchte. Ja. Das Ganze dazu. Was soll ich noch großartig dazu sagen? Es tut mir leid, dass ich da so viel drüber geredet habe, so viele Ideen hatte, aber es am Ende dann doch eigentlich mehr so jetzt zu diesem Video geführt hat, das zwar lang genug gewesen ist, aber ja,
doch nicht alles gezeigt hat, was ich eigentlich vorhatte mit dem Spiel. Ich hatte ja sogar, Moment hier, nee, das waren die Concept Arts. Hier gab es auch mehrere Versionen von Prinzessin La Sola. Hier haben wir auch noch eine One-Piece-Version von Pansen, Pflanzen und Brimsen. Welcher von denen welcher ist, das... Ja, wir haben sogar hier ein paar eigene Entwürfe von mir. Zum Beispiel von Winfried, der ja wirklich fast 1:1 übernommen wurde. Dann haben wir hier noch einen Typ namens Lampion, den habe ich auch selbst aufgezeichnet. Ich weiß nicht, war das hier? Naja, ich finde die Version, die am Ende rausgekommen ist, besser. So. Ja, was kann ich noch großartig dazu zeigen? Ein bisschen was war noch. Ach ja. Hier nämlich war etwas noch geplant, dass mitten im Spiel mal ein ganz übles, einfaches Rätsel kommen sollte. Und wenn dieses nicht richtig gelöst wird, das ist auch so, da wird schon vorher darauf hingewiesen, dass das Rätsel so einfach ist, das kann man einfach nicht falsch haben. Es sind auch bloß zwei Antwortmöglichkeiten und wenn man es doch falsch macht, dann verändert sich das Spiel etwas. Erst nur so kleine wie Spielfehler, die auftreten, beziehungsweise so komische Geräusche, irgendwie flackert mal das Bild, solche Sachen bei ganz normalen Gesprächen, die auch so in der Story vorkommen würden, und irgendwann plötzlich scheidet die oder geht die Story auseinander und es kommt zu einer Explosion, alles liegt in Trümmern. Und Emmy, Luke und Flora sind allein und ich weiß nicht, Luke und Flora, so rum. Emmy, Luke und Flora sind allein, Luke und Flora verschwinden sogar noch. Jamie und Barton liegen am Boden, können leider nichts mehr tun. Und es geht auf eine Reise, die doch recht gruselig werden soll, mit dem Ende, dass Professor Layton nun in etwas anderer Form dasteht. Es soll dann sogar ein Rätsel geben, das eigentlich an sich nicht lösbar ist und das eher damit endet, ja, mit einem Jumpscare, sagen wir mal. Und dann muss man leider wieder von der Stelle anfangen, bevor sich das Ganze auseinander, naja, wo das auseinanderging. Sollte auf jeden Fall eine ganz gruselige Sache werden und eine schöne, ja, ein schöner... Schöner Zusatzbeitrag für diejenigen, also so als versteckte Creepypasta, wenn man so möchte. Alles schon ausgearbeitet gewesen, aber wie gesagt, es fehlten immer zu allem die Assets. Und ehrlich gesagt, das wäre auch so alles, was ich unbedingt mal erzählt haben wollte über das Fangame, was ich unbedingt mal, weiß ich nicht, worüber ich mal gesprochen haben wollte, was auf jeden Fall öffentlich sein sollte. Damit ihr mal wisst, woran ich gearbeitet habe, was ich mir ausgedacht habe extra und ja, wie es aussehen sollte. Zumindest in der Theorie. Praxis ist natürlich wieder was ganz anderes gewesen. Das wäre auch wahrscheinlich an manchen Stellen nicht so geworden. Aber gut, wollen wir nicht weiter erzählen. Ich habe schon über eine Stunde verplempert, nur damit, dass ich über dieses Fangame rede, was daraus hätte werden sollen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel eurer Zeit geklaut und ihr konntet einen kleinen Einblick in das gewinnen, was, ich mir vorgenommen habe. Und in der nächsten Folge seht ihr dann, warum es nicht schlimm ist, dass das Layton-Fangame weitergeführt wird. The scenery is quiet now, but when the sun goes down, bad habits just like violence and greed spread in the town. The people keep on crying for the hero they desire, and soon he'll be arriving on a horse as red as fire. They call him Layton, a
man like a book, with a boy like a hurricane later. Whenever there's a mystery, he'll be sure to clear it up, they call him later. But though he saves the day, he's always bound to be one thing.